Depotdienst. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator, Train Sim World 3, der Danny spielt das. Wir werden heute mal ein wenig TGV fahren. Willkommen im Depot von Marseille. Heute wurden Sie mit dem Rangierdienst beauftragt. Sie fertigen die für den Betrieb benötigten Züge ab. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, ihr seht's, da stehen unsere Züge, die wir heute wahrscheinlich bewegen werden. Im frühmorgendlichen Sonnenaufgang wunderschön, oder? Schaut euch bitte das an. Das ist doch einfach nur noch geil, oder? Mega schön. So, dann werden wir mal in unseren Zug hier einsteigen. So, Stufen hinaufsteigen, Türen schließen. Und uns auf uns zu unserem Arbeitsplatz begeben. Zack. Drücken und halten Sie den Hilfsbatterieschalter. Er befindet sich da. So, dann war das hier wieder zu. Stellen Sie den Hauptschalter auf aktiv. Auf. Normal. Dann stellen wir das auf an. Das auf an. Sie den Bremse-Halten-Knopf. Bedienen Sie die Notbremse. Bedienen Sie die Notbremse. Halten Sie die Zugbremse auf Lösen, bis die NHBL-Nadel auf 5 bar steht. Die HBL-Nadel. Ach, da unten. Das dauert ja ewig. Seht ihr es? Da unten. Ehrbar. Die sich da langsam Richtung 5 bar macht. Drei bar. Dauert aber wirklich ewig. Oder ist das da oben die HBL-Nadel? Das kann natürlich auch sein. Oder da rechts? Na, wir werden es gleich sehen. Wenn die jetzt gleich auf 5 bar geht, vielleicht passiert dann ja was. Die links geht auf jeden Fall nicht mehr weiter. So, die hat die 5 bar überschritten. Ich denke mal, das ist die da oben, ja. Auf Anlegen. Aber auch stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Setzen Sie den Fahrmodus auf manuelle Steuerung. Meine Güte, so. Drücken Sie den Bremse-Halten-Knopf.
Nun, da dieser Zug fahrbereit ist, bringen Sie ihn in den Bahnhof von Marseille. Sehr schön. Nicht schon wieder. Erhöhen Sie die Leistung, um fort Fluss zu fahren. Ja, das werden wir tun. So, jetzt nicht allzu weit. Rangierpfad ist natürlich bei 20 km/h. Schluss. Spitzenlicht, aber natürlich. Sehr, 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 sehr schön. So, da vorne seht ihr es. Das ist unser erster Zielpunkt. TGV, wunderbar. Wunderschöner Zug, muss man einfach so sagen. Bin gespannt, was danach passiert. Hier warten sie alle schon. Gespannt und gebannt. Können wir noch. So. Wir sollen die Türen entriegeln. Das werden wir tun. Stellen Sie den Kombihebel auf aus. Gut. Halten Sie die Zugbremse auf anlegen. Ey, 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 ey. Machen wir das. Stellen Sie die Richtungswende auf neutral. Drücken Sie den aufgerüstet Abstellknopf.
Öffnen Sie den Leistungsschalter. Stellen Sie den Stromabnehmer Wähler auf Senken. Da. Ein Zug wird in Kürze einfahren, der aus dem Betrieb genommen werden soll. Sobald er da ist, steigen Sie ein und bringen Sie ihn zurück ins Depot. Ja, das ist heute unser Dienst hier. Züge weg oder vom Hauptbahnhof wegbringen und hinbringen. Das heißt, wir werden uns hier hinausbegeben und auf unseren nächsten Zug warten. Ist die falsche Seite. So, hier wieder die Tür zu, damit da keine Unbefugten einsteigen. Ich will die Tür zumachen, ist das so schwer? So. Schaut euch mal diesen wunderschönen Bahnhof an. Marseille. Genau. Folgen Sie der Markierung zum Bahnsteig. So. Vielleicht könnt ihr das ja lesen. Marseille Saint-Charles. Oder so ähnlich. Da steht dasselbe. Okay. Warten Sie, bis der Zug kommt. Hinten kommt das schon. Schade, wir können uns nicht hinsetzen. Egal, dann warten wir halt im Stehen. Dann warten wir halt im Stehen, bis unser Arbeitsplatz ankommt. Ich finde, sowas ist auch mal eine schöne Aufgabe. Ein bisschen Rangierdienst spielen hier. Statt immer nur von A nach B zu fahren, finde ich sowas mal echt toll. So, hätten wir auch gleich bis zum Ende laufen können. Das scheint hier aber relativ warm zu sein in Marseille, ne? Wenn man die so sieht. Schick in schwarz, kurz, also ist ein, scheint ein warmer Morgen zu sein. So. Was haben wir denn jetzt zu tun? Stellen Sie den Hauptschalter auf aktiv. Zack. Auf Gleichstrom. Ach, jetzt geht das mit den Nadeln wieder los hier. Aber das scheint ja schneller zu gehen.
Türen verriegeln, aber naja, gerne. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Ja. Bringen wir den Zug mal wieder zurück zum Depot. Marseille-Saint-Charles-Depot ist unser nächstes Ziel. Natürlich wieder nicht schneller als 20 km/h, wie gewohnt. Wie das halt so ist beim Rangieren. Da geht es hinaus aus dem Hauptbahnhof ins Depot. Wunderschön. Wunderschön. Also ich muss sagen, TGV ist ein richtig schöner Zug. Da kann man nichts anderes zu sagen. Es ist einfach ein wunderschöner Zug. Einmal quer übers Gleisvorfeld, beziehungsweise Bahnhofsvorfeld nennt sich das ja. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt die Aufgabe eines Lokführers, sondern dafür gibt es extra Personal. Die sogenannten Rangierer, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die müssten das sein, die das übernehmen. Die Züge ins Depot bringen und wieder in den Hauptbahnhof bringen. Ich glaube, die nennen sich dann Rangierer. Also die Lokführer selber machen das nicht in der Regel. Es sei denn, es ist wirklich mal Not am Mann, aber in der Regel machen das wirklich extra Rangierer, die halt den Zug dann in die Depots bringen und halt auch wieder zurück in den Hauptbahnhof. Je nachdem, wo sie gerade gebraucht werden. So, schon mal ein bisschen vorbremsen, weil das rote Signal ist doch relativ nah. Und, da möchte ich ungern reinsausen. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist mir aber wurscht. So, das hätten wir auch erledigt. Dann machen wir den Kombihebel auf aus. Machen. Die Bremse auf anlegen. Dann machen wir hier den Schalter. Das machen wir dann wieder auf aus. Richtungswende auf neutral.
Gehen wir hier drauf. Stromabnehmer auf. Senken. Das machen wir auf. Aus. Drücken und halten Sie den Hilfsbatterieschalter. Für 2 Sekunden. Damit ja auch hier alles außer Strom ist. Gute Arbeit, dieser Zug kann jetzt hier abgestellt werden. Ihre nächste Aufgabe ist, zum Maketenzug zu gehen, um ihn aufzurüsten und dann in den Bahnhof zu bringen. Ja, ich denke, das wird ein arbeitsreicher Tag heute. Aber das gehört auch dazu. So. Komm. Das hier mal wieder zu. Steigen hier aus. Ach, jetzt muss ich wieder. Ach. So, dann gehen wir halt zum nächsten Zug. Steht da schon. Der nächste TGW. Wunderbar. Da hinten kommt schon der nächste reingefahren. So viele Züge stehen ja hier gar nicht mehr. Ich denke, dass das dies dann auch der letzte sein wird, den wir bewegen werden in diesem Szenario. Oh ja, 5 Meilen gegangen. Bin ich erstmal auf Level 27 geklettert. Das ist doch geil. So. Dann beginnt jetzt nochmal dasselbe von vorne. Zug aufrüsten. Ach ja. Natürlich erstmal wieder die Batterie einschalten, sonst funktioniert ja überhaupt nichts hier. Da. Patsch. Stellen Sie den Hauptschalter auf ein. Das sollen wir auf normal stellen. Dann können wir hier den Knopf drücken, da den Knopf drücken. Bremse auf lösen, Bremse auf halten. Nein. Irgendwas ist doch hier. Den müssen wir drücken. Dann müssen wir den drücken, dann müssen wir wieder den drücken, den drücken, dann wieder den drücken. Mein Gott. Die auf lösen drücken, bis 5 bar erreicht sind. Das dauert natürlich immer seine Zeit, aber so viel Zeit muss sein. Der Bremstest ist unabdingbar. Da geht nichts drüber weg. Wenn die Bremsen nicht funktionieren, dann geht überhaupt nichts mehr. So, da müssen wir aber auch gleich so weit erreicht haben. Kann nicht mal allzu lange dauern. Das dauert wirklich sehr, sehr lange, muss ich sagen. Nein. Wo sind wir denn?
Kann doch gar nicht mehr so lange dauern. Endlich. Ach, auf Anlegen. Haben wir auch erreicht. So. Richtungswender vorwärts. Und dann sollen wir losfahren. Achso, manuelle Steuerung noch. Schon wieder. So, und auf geht's. Was ist denn das hier eigentlich für Schalter? Klimakontrolle, rotes Korridorlicht. Führerstandsbeleuchtung. Sieht das doch schon ganz anders aus hier. So, da bin ich einmal gespannt, auf welches Gleis wir nun einfahren werden. Wieder quer das Gleis vorfällt. Da sitzt übrigens der Fahrdienstleiter in dem Häuschen. So, hier vorne ist dann unser Zielpunkt. Langsamer werden. Nicht, dass wir da gegen den Prellblock hauen. Das wäre nicht so gut. Da machen wir erstens den Zug kaputt, kriegen jede Menge Ärger vom Fahrdienstleiter und von noch so ein paar höheren Tieren. Und zweitens ist dann auch das Szenario beendet. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Von daher lassen wir das. So, das hätten wir auch wieder geschafft. Türen entriegeln. So, ich bin gespannt, ob wir noch einen Zug ins Depot bringen müssen oder ob unsere Aufgabe hiermit erledigt ist. Warten wir einfach mal ab. Den auf jeden Fall erstmal wieder auf ausstellen. Hier wieder alles abrüsten. Ach, das ist nicht einfach. Zack.
Fahrmodus auf. Schalter auf aus. Was ist der denn nochmal wieder? Ach ja. Abgerüstet. Stellenknopf. Ein weiterer Zug ist gerade angekommen und soll zurück ins Depot. Für die Reinigung. Gehen Sie zum markierten Zug und fahren Sie ihn ins Depot. Ach ja, okay. Ich dachte, wir wären fertig. Jetzt lasse ich die Tür offen. Übrigens, wenn ihr mal. Ach, schade. Aber da seht ihr so ein bisschen die Kulisse von Marseille. Ne? Wenn euch das mal so interessiert. Lauter Hochhäuser. So Backsteinhäuser, so alte Häuser irgendwie, ne? Keine schöne Gegend. Wenn man das da so sieht. Naja, uns soll nicht die Gegend interessieren, sondern unsere Arbeit hier. Pour votre sécurité la... Und dann bin ich fertig. Ich kann nämlich kein Französisch. Zumindest nicht sprechen, aber das ist ein anderes Thema. So. Dann wollen wir uns mal wieder nach vorne begeben. Wenn irgendjemand von euch Französisch kann, dann übersetzt das doch mal bitte. Ich habe es nämlich leider nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass irgendwas mit Passagier war, aber mehr war dann auch schon wieder nicht. Geht das Ganze nochmal von vorne. So, Türen verriegeln. Und dann geht's los. Wenn, dann wollen wir es auch ordentlich machen. Ich gebe zu, das ist ein etwas ungewöhnliches Szenario, aber wie gesagt, das gehört dazu. Ich finde sowas auch mal richtig schön.
echt mal was anderes als immer nur ja, irgendwelche Züge von A nach B zu fahren, finde ich sowas mal richtig schön. Ich denke aber, dass das wohl unser letzter Zug ist, den wir heute bewegen. So, dann haben wir es gleich auch geschafft. So, setzen wir den genau neben den anderen, beziehungsweise den Gleis weiter. Auch hier ist das rote Signal nicht weit weg. Das heißt, schön mit Bedacht ranfahren, damit man auch rechtzeitig stehen bleibt. So. Dann dieselbe Prozedur nochmal. Gute Arbeit, dieser Zug wird hier abgestellt und später am Tag gereinigt. So, nun. Ihre nächste Aufgabe ist es, den letzten Zug aufzurüsten und fit für die Fahrt zu machen. Sobald der Zug voll funktionstüchtig ist, bringen Sie ihn in den Bahnhof. Nun denn, ein Zug müssen wir dann halt nochmal bewegen, aber dann ist es gelaufen für heute. Dann ist das halt so. Das ist halt unser Job. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Da hinten steht er. Das nervt mich jetzt schon, weil ich weiß, dass das mit der Bremse wieder so ewig lange dauert. Aber ja, so ist das halt.
So. Könnt euch derweil einen Kaffee holen, das dauert. Aber das muss gemacht werden. Jeder Eisenbahner weiß, der Bremstest ist unerlässlich. Es ist einfach so. Punkt. Und zwar in jedem Zug, der abgerüstet war, gibt es diesen Bremstest. Gilt es, ihn zu machen. Es ist einfach so. Da gibt es nicht die Ausrede, nee, na, nee, heute nicht. Nein, er muss zwingend gemacht werden. Das dient der Sicherheit der Fahrgäste, eigentlich allen, die irgendwie dem Zug näher kommen. Das heißt auch anderen Zügen auf Strecke. Es ist einfach so. So, die 4 Bar haben wir gleich erreicht. So, kann sich nur noch um Sekunden handeln. Sehr schön. So, anlegen. Ist ja jetzt nur noch ein bisschen, es geht schnell. Zack, dann den vorwärts, ach, den richtigen vorwärts. Das sollen wir auf manuelle Steuerung setzen. Das. Und auf geht's. Der letzte Zug in diesem Szenario, den wir an den Bahnhof bringen. Beziehungsweise heute überhaupt bedienen. Ist aber schon ein geiler Zug, oder? Muss man einfach sagen. TGW ist ein richtig geiler Zug.
So, fahren wir mal auf dem Dach mit. Ist auch schön. So, haben wir es gleich geschafft. Den Zug da noch abrüsten. Ich denke, das war's dann. Stopp, 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 stopp. Gottes Willen. So, komm, Türen entriegeln. Wird schon sagen, kommt nichts. Ich sollte auch die Schrift anmachen. Beziehungsweise die, das hat. Dann müssen wir gleich den Kombihebel wieder auf ausstellen. Dann geht die ganze Prozedur wieder los. Und dann haben wir's. Ja. Ein Zug wird in Kürze einfahren, der aus dem Betrieb genommen werden soll. Sobald der da ist, steigen Sie ein und bringen Sie ihn zurück ins Depot. Oh, ich dachte, wir wären fertig hier. Naja. Das wird dann aber der allerletzte Zug sein, den wir heute hier bewegen. Ach, wir haben mal eben eine Streckenkarte hinzugefügt. Ja, das haben wir jetzt auch mal so nebenbei gemacht. Auch nicht schlecht. Mein Gott, ich brauche erstmal ein bisschen Nahrung hier. So, was nehmen wir denn da? Irgendein Schokoriegel. Den roten hier. Ne, da. Den, ja, den will ich haben. Genau, so. Gehen wir mal schon mal nach vorne. Wir sind ja sowieso vorne einsteigen.
Ja, wenn wir einfach mal hier stehen, warten. Und gucken. Er kommt da. Ah ja, das wollte ich nicht. Macht ihr das auch immer, dem Zug nachrennen, wenn ihr zum bestimmten Wagen wollt? Ich laufe dem immer nach. Wenn ich sehe, wo der Wagen ungefähr anhält, in den ich rein möchte, wenn ich laufe ich dem hinterher. Jetzt kaputt. Wieso habe ich keine Erlaubnis, den zu fahren? Also, TGV aufrüsten kann ich jetzt im Schlaf. Klingelt er eigentlich wirklich so, wenn die Türen geschlossen sind und er kurz vorm Abfahren ist? Wer kennt sich da aus? Wer ist schon mal mit dem TGV gefahren? Vielleicht könnt ihr da was eure Erfahrung mitteilen. Es wäre mir sehr lieb, wenn ihr das machen würdet. Ja, wir sind jetzt auch fast eine Stunde dran mit dem Szenario. Also es dauert dann doch schon seine Zeit, bis man hier die ganzen Züge rangiert hat.
So, das ist das letzte Ziel des Tages für uns. So. Wir sollten mal langsam bremsen hier, wa? Jetzt hauen wir gleich wieder über das Signal, das wäre scheiße. Bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. So, denke, das reicht. Das war's. Abrüsten. Steigen Sie aus dem Zug aus. Ja, das war's dann wohl, würde ich sagen. Diesmal endgültig. So. Da ist unser Zielpunkt, der Endpunkt, unser Aufhaltepunkt. Ja, wir haben eine ganze Menge geschafft heute. Schauen wir mal. Gute Arbeit. Damit sind alle Ihre Aufgaben hier abgeschlossen. Machen Sie eine Pause. Ja. Die werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Wenn wir mal schauen, ob wir Gold abgeschlossen haben. Depotdienst. Gold. Sehr, sehr schön. So, TGW geht erstmal ein wenig nach oben gefahren. 4819 AP. Gold erreicht. Wunderbar. Ja, damit endet dieses etwas ungewöhnliche Szenario und dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war mal etwas anderes und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bleibt sauber. Passt auf euch auf. Bye, bye.